Bin jetzt ein klein wenig. Ich habe die Ankündigung gar nicht richtig mit. Also ich habe sie schon mitbekommen, aber so richtig Sinn gemacht hat das ja nicht. War das eine Metapher? Es war eine Metapher. Genau das war es, eine Metapher, angefüllt mit Mystik. Und um diese Metapher zu entschlüsseln, Mystik nachdenken. Aber ich fange gleich an mit der Nummer. Aber das ist nun wirklich, ich meine, wenn man die entschlüsseln möchte, warte, das ist ja genial. Wenn ich jetzt, klar, wenn man schon permanent Zugang zum Internet hat, dann kann man den auch nützen. Da muss ich jetzt nur hier eingeben, was die Jungs gesagt haben, und dann wird das schon eine Verschlüsselungssoftware. Herrgott, warum habe ich denn jetzt, habe ich keinen Strom? Das ist jetzt blöd. Ich fange gleich an mit der Nummer. Warum habe ich denn jetzt keinen Strom? Das ist, ich rufe die interaktive Hilfe. Da. Das ist Arosa Hilfe. Ich bin der einzige Akrobat, der seine akrobatischen Hilfsaktionen im PDF-Format zelebriert, oh Freunde. Ich bin der Akrobat-Reader. Manche sagen, das sei eine doofe Idee. Ich komme gerade aus meinem Microsoft Office. Ich hatte dich doch schon deinstalliert, aber schön, dass du wieder hier bist, Acrobat Reader. Was ist mit deinem Kostüm? Das scheint mir aber durch die Komprimierung arg verstümmelt zu sein. Du trägst zwei Pudelmützen. Es sollte eigentlich eine Google-Mütze werden. Auch deine Beine scheinen sehr stark gezippt worden zu sein. Weißt du, die Laufwerke werden immer kleiner. Oh, Acrobat Reader, ich hab das iPad 1. Ich hab das iPad 3. Ich muss auf die Toilette, da drücke ich am besten die Shift-Taste. Acrobat Reader, ich drück jetzt mal hier. Wo ist mein partysüchtiger USB aus? Was? Wo ist mein USB-Stick? Wieso ist der partysüchtig, dein USB-Stick? Er ist in meinem Ausgang. Okay. Gut, vergessen wir das alles. Das funktioniert nur in der Schweiz. Ja, jetzt vergessen wir mal hier. Ich drücke jetzt mal hier Delete. Das Lied. Delete. Das Lied. Delete. Das Lied. Delete! Lösche Delete. Ich möchte jetzt hier, das Problem ist, dass ich hier keinen Strom habe. Vielleicht kannst du mir ja da helfen. Schau mal, was ich hier habe. Eine Birne, die hat mir der Hersteller mitgeschickt. Kannst du mir dabei helfen? Dient die im besten Fall zur Energieversorgung? Die Birne ist von Apple. Oh, Acrobat Reader, Ich habe wieder Saft. Kernenergie. Wie lautet deine Hilfsfrage? Ich habe jetzt hier ein anderes Problem. Und zwar haben wir das Rätselquiz vom letzten Auftritt noch gar nicht aufgelöst. Aber das können wir doch machen. Da hatten wir einen Gedichtwettbewerb. Um welchen Reim handelt es sich hier? Sehe ich im Freibad Badenixen, gehe ich aufs Herrenklo zum... Was ist das für ein Reim? Ein Schüttelreim. Ich möchte ja hier, schau mal, ich habe einen 3D-Drucker übrigens. Den habe ich immer mit dabei. Und da habe ich die Zeit genutzt, um mir hier in der Kürze der Zeit eine Tastatur auszudrucken. Mit dieser Tastatur werde ich die Menschen zu Hause an den Fernsehschirmen verwöhnen, denn die können die Botschaft, die Lapsus-Ankündigung... Was habe ich denn jetzt hier? Oh mein Gott! Anonymer Hackerangriff!